Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Wie versprochen, wollte ich euch heute gerne sagen, was ich vom dritten Teil der Göttlich-Trilogie halte. Die Geschichte habe ich euch ja gestern schon ausführlichst erzählt. Und ich wollte jetzt einfach nur ganz kurz darauf eingehen, wie mir das Ganze gefällt. Ich muss sagen, an der Schriftweise hat sich nicht unbedingt was verändert, deswegen werde ich darauf jetzt gar nicht so ausführlich eingehen. Immer noch finde ich es teilweise komischer Humor. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob es an mir liegt, dass ich den einfach nicht verstehe. Kann natürlich sein, dass ich einen anderen Humor habe. Aber es gibt auch einige Stellen, wo ich wirklich lachen musste. Ja, dann, was gefällt mir an der Geschichte so gut? Ich muss sagen, es ist sehr ausgefeilt. Es ist alles sehr durchdacht. Es wird auch alles aufgeklärt am Ende. Auch Daphnes Handeln zum Beispiel. Ich finde das Ganze sehr, ich sag mal, verwinkelt, also ein bisschen verwirrend vielleicht auch, beziehungsweise eher halt ein Durcheinander quasi. Aber die Autorin hat es geschafft, dass man trotzdem dahinter steigt und am Ende keine offenen Fragen mehr bleiben. Ich fand die ganze Geschichte mit den Göttern ziemlich cool, dass die halt wirklich dann auftauchen und auch, dass die Götter eben nicht so wohlwollend sind, wie die zum Beispiel in Percy Jackson dargestellt werden, sondern dass sie auf Rache aus sind und dass sie tatsächlich auch bösartig sind, so wie das in der Geschichte von Troja auch oft gezeigt wird. Ja, ich fand das wirklich schön, dass der Hektor auch jemanden gefunden hat irgendwie und dass es eine Sirene ist, passt halt auch irgendwie voll zu ihm, ich weiß auch nicht. Es gibt ja auch eine Liebesgeschichte zwischen Orion und Cassandra und ich muss sagen, das finde ich auch sehr, sehr cool, gerade weil in den ersten beiden Teilen immer wieder betont wurde, dass Cassandra sich von der Familie entfernt, dass sie kalt wird und dass sie kein richtiges Herz hat irgendwie. Also Helen konnte ja Gefühle sehen dann und sie hat gesehen, dass Cassandras Herz nur so ein ganz kleiner Funken ist und das fand ich wirklich sehr, sehr cool. Sehr romantisch, hat mir sehr gut gefallen. Ich fand auch extrem cool, dass Helen sich an diese ganzen vorherigen Leben erinnern konnte, an Guinevere und an Helena von Troja. Sie hat natürlich eine ganz andere Geschichte von Troja erzählt, warum Helena die Stadt wirklich verraten hat, mit einer Tochter und einem Pakt mit Odysseus, glaube ich. Auf jeden Fall finde ich das Ganze sehr durchdacht. Ich finde es aber eine coole Story, dass sie eben dieses Ganze um Troja quasi umgewurstelt hat. Fand ich sehr, sehr cool. Vor allem hat mir sehr gut gefallen, dass eben alle Personen, also alle Hauptpersonen quasi, wirklich eine Entsprechung hatten im Trojanischen Krieg und dass auch all diese Paare, die sich zusammengetan haben, auch schon zu Trojas Zeiten zusammen waren. Zum Beispiel eben die Vorfahren von Andy und der Vorfahre von Hektor, dass die eben schon ein Paar waren. Das fand ich irgendwie total süß und romantisch. Ich fand es auch voll krass, dass Matt so eine besondere Rolle bekommen hat. Hat mir sehr gut gefallen. Am Anfang war er halt mehr so einfach verliebt in Helen oder ihr bester Freund, was weiß ich. Und war nichts Besonderes unbedingt, war halt ein besonderer Mensch, aber sonst nichts. Und dass er dann eben diese Reinkarnation von Achill wurde, fand ich ziemlich cool. Ich fand es cool, dass er als einziger durchschaut hat, dass Helen der Tyrann ist und nicht Orion. Was ich nicht cool fand, war tatsächlich, dass Claire und Ariadne sich auf seine Seite gestellt haben, weil Ariadne sich gegen ihre ganze Familie gestellt hat für einen Typen, mit dem sie einmal geschlafen hatte, fand ich irgendwie kacke, weiß ich nicht. Und mit Claire muss ich auch sagen, also ich weiß, dass sie hat das eigentlich nur getan, um Helen zu beschützen, aber sie ist halt Helens Freundin und Jasons Partnerin und ich fand, das war echt hardcore-assi. Ich weiß nicht, für mich hat das echt gestört. Und was mir noch nicht so gut gefallen hat, war das Ende. Es gibt halt ein Happy End, ja, und ich fand gut, dass auf jeden nochmal eingegangen wurde und so, aber ich fand das schade, dass Ariadne irgendwie ihren Partner verloren hat und dann halt am Ende sich von der Familie entfernt und so. Das fand ich
Fand ich irgendwie sehr schade, weil sie ist ja immer noch Jasons Zwillingsschwester und die alle haben so voll das Happy End und Ariadne hat halt ihren Partner verloren, ihren Seelenverwandten. Ah, und ich weiß nicht, also ich hätte mir das einfach nur gewünscht. Also ich weiß nicht, ich denke, die Autorin wollte eben damit zeigen, dass man sich nicht immer auf, also was passieren kann, wenn man sich auf die falsche Seite schlägt, quasi, wenn man sich gegen die Familie stellt. Aber ich fand es trotzdem irgendwie assi. Also ich weiß nicht. Ja, hier, es hat mir einfach nicht gefallen. Ja, ansonsten fand ich aber eigentlich alles ziemlich cool. Ich habe jetzt nicht so ganz verstanden, warum das am Ende nicht wirklich beendet wurde und was mit den Parzen passiert ist. Weil die wollten das ja eigentlich, dass dieser Kreislauf endlich endet, dass das passiert, was sie wollten. Aber ich glaube, sie wollten nicht unbedingt, dass die Skions das schaffen. Ich weiß nicht. Also ich hätte es cool gefunden, wenn das noch so ein bisschen mehr gewesen wäre. Ja, ansonsten fand ich natürlich alles total toll. Also auch mit Helen und Lucas, dass sie dann endlich wieder zusammen sind und dass Orion mit Cassandra zusammen ist und dass die alle happy sind und keine Ahnung, alle können jetzt Kinder kriegen und zusammen sein. Fand ich eine coole Sache. Auch natürlich, dass sie jetzt alle unsterblich sind. Ich fand irgendwie, dass als Ariadne nicht mit dahin gekommen ist, ist schon so ein bisschen klar geworden, dass sie nicht mehr Teil der Familie ist, nicht mehr so richtig, weil die sind ja alle unsterblich und sie wäre als einzige dazu verdammt gewesen, ein normales Leben zu führen, das heißt früh zu sterben und ihre ganzen Verwandten bleiben am Leben, außer halt ihr Vater und Castor und Noelle, aber ihre Cousins, Cousinen und so alle. Ja, das hat es schon so ein bisschen vorweggenommen, fand ich, aber ich habe trotzdem nicht unbedingt damit gerechnet, dass sie am Ende so ein Ausgestoßen ist, irgendwie, also sich selbst halt von der Familie entfernt. Ja, insgesamt hat mir die ganze Trilogie sehr gut gefallen. Ich fand die ganze Geschichte mit Troja, den Göttern, den Skions, ich fand das eine tolle Sache. Ich fand generell, finde ich, die Geschichte um Troja mega interessant, mega cool. Wo ich einen Widerspruch irgendwie entdeckt habe, also ich meine mich dazu zu erinnern, in Teil 1 fragt Helen, was mit dem hölzernen Pferd ist, und ihr wird geantwortet, dass das hölzerne Pferd, dass es nur eine Erfindung ist und dass es das nie gegeben hat. Aber in Teil 3 erinnert sich Helen an Helena und Helena lässt das hölzerne Pferd nach Troja. Und das ist so ein bisschen, da stimmt was nicht. Ich weiß nicht, ob ich mich vielleicht gerade vertue, aber ich meine nicht. Ja, fand ich ein bisschen komisch halt, also, ne? Aber an sich fand ich die ganze Geschichte sehr, sehr cool. Es hat mir richtig gut gefallen. Die Charaktere haben sich gut entwickelt, finde ich. Auch diese ganze Geschichte um Orion, Lucas und Helen, dass die sich eigentlich alle lieben, aber Lucas und Orion sich irgendwie auch gar nicht mögen, aber trotzdem lieben müssen, weil sie jetzt Blutsgeschwister sind und so. Das fand ich echt richtig gut gemacht, vor allem wenn man bedenkt, dass es die erste Trilogie der Autorin ist, also die ersten drei Bücher, die sie je geschrieben hat oder veröffentlicht hat, fand ich wirklich sehr, sehr gut. Ja, was ich noch ganz kurz zum Buch sagen wollte, es hat genau wie die anderen so knapp 500 Seiten. Ich habe es jetzt hier als gebundene Ausgabe, wie auch die anderen, hat 19,95 gekostet, so wie auch die anderen Bücher, finde ich. Wie gesagt, ein bisschen überteuert für ein Debüt, aber ich finde es in Ordnung. Ich habe es ja bezahlt, ich finde es okay. Ja, Altersklasse, wie immer noch ab 14. Es wird ein bisschen brutaler, also ein bisschen blutiger, aber nicht unbedingt eklig. Also es wird halt gesagt, der Kopf wird abgeschlagen, aber es wird nicht beschrieben, was dann da passiert und so. Deswegen finde ich das schon in Ordnung. Ja, ansonsten war es das auch schon mit der Göttlich-Trilogie. Ich habe ja auch lang genug geredet. Ich wollte euch noch ganz kurz sagen, wie es jetzt dann weitergeht demnächst. Und zwar lese ich jetzt gerade die Reihe der Beschenkten nochmal. Also ich habe jetzt angefangen damit. Es ist jetzt noch Anfang der Woche, also Montag. Deswegen schaffe ich auf jeden Fall noch bis nächste Woche. Und dann stelle ich die euch vor. Und danach, ich habe jetzt eine große Buchbestellung, habe ich jetzt bekommen. Von Michael Peinkofer, das werde ich dann auf so einer Playlist zusammenstellen. Ich habe die Zauberer bekommen, ich habe die Könige bekommen
und werde dann jetzt auch demnächst lesen und euch dann noch vorstellen. Ansonsten würde ich euch gerne noch in einer etwas längeren Reihe die Dämonenreihe von Peter Brett vorstellen. Und Harry Potter ist jetzt langsam auf dem Programm. Also ja, es wird klassisch, aber gut, hoffe ich. Ich freue mich auf jeden Fall schon darauf, die Videos zu machen, euch davon zu erzählen. Und meine Empfehlung an euch ist auf jeden Fall die Göttlich Trilogie. Ich fand sie super. Wie immer wünsche ich euch noch eine schöne Woche bzw. schönes Wochenende oder schönen Tag, wann auch immer ihr das Video guckt. Ich freue mich auf die nächsten Male und wünsche euch wie immer ganz, ganz viel Spaß beim Lesen.